Mord und Sex in Maastricht. Zu sehen auf der bedeutendsten Kunstmesse, der TEFAF. 7000 Werke sind zu bestaunen. Bild hat bei einem Messespaziergang ein paar ganz besondere Objekte entdeckt. Das erotische Kunstwerk. Masturbation anno 1918 von Egon Schiele. Eine junge Frau vergnügt sich mit sich selbst. Für 450.000 Euro kann man sich dauerhaft an dem Blatt erfreuen. Das brutalste Objekt. Eine junge Frau enthauptet einen bärtigen Mann. Giuseppe Vermilio malte um 1610 die biblische Geschichte von Judith. Sie verführte zuerst den Feldherrn Holofernes, um ihn dann zu töten. Das kleinste und günstigste Stück. Das 1,8 cm große und 2600 Jahre alte Amulett zeigt den ägyptischen Gott Shu. Zu haben ist das Stück für nur 950 Euro. Trinken und sich glücklich fühlen, das kann man mit diesem deutschen Tonkrug aus dem 17. Jahrhundert. Jesus und seine Apostel schmücken das Bierseidel, erhältlich für 10.000 Euro. Natürlich sind auch die größten Namen mit dabei. Picasso mit einem Gemälde der Schlafenden, Rembrandt mit Zeichnungen und Drucken sowie Vincent van Gogh. Bis zum 22. März können Sie selbst in den Genuss der TEFAF kommen.